Der Sieg für den Kaiser über die Bretagne ist zum Greifen nahe. Ja, trotz 0% Kriegsstand, man sieht es hier, die Hauptstadt der Bretagne steht in Flammen. Und der König der Bretagne ist eigentlich kurz davor, hier gefangen genommen zu werden, bei der Schlacht von Camber. Der König selber ist hier nämlich mit anwesend. Der feindliche Befehlshaber ist sein Sohn Prinz Alemar. Ja, und auch den könnten wir natürlich hier gefangen nehmen, denn wir sind hier nicht nur zahlenmäßig in der Überzahl, sondern wir haben hier einen höchst fähigen Befehlshaber, unseren Ratsmarschall Herzog Raimond von Sivia. Da können wir uns nochmal seine Werte hier anschauen, nämlich er hat ja hier diesen Kriegsführungswert von 34 und dann dieses Kampfgeschick von 51, also trotz seines doch jetzt mittlerweile etwas gehobeneren Alters von 52, dürfte er da durch die feindlichen Linien metzeln fast ganz allein. Okay, und wir werden jetzt einfach mal weiterlaufen lassen, die Zeit hier. Und jetzt greift hier noch ein Verbündeter an. Moment, was ist da los? König Wenzel, das ist doch der König von Polen, dachte ich. Nein, der König von Bayern. Und er greift König Meinhard, das Königreich der Polaben an. Ein bayerischer de jure Krieg um das Herzogtum der Steiermark. Na, dann gucken wir da doch mal hin. Natürlich hier auch etwas weiter im Osten. Und schauen einfach mal in diesen Konflikt hinein. Hier die Polaben, okay. Und sie sind hier wesentlich mächtiger, die Bayern. Waren die jetzt eigentlich mit uns verbündet? Ja, sie sind verbündet mit uns. Und auch ein wichtiges Bündnis. Natürlich, jedes Bündnis, was man hier schmiedet, ist letztendlich wichtig. Aber Prinz Simon, der Thronerbe, ist mit der Prinzessin Mechthild von Bayern verheiratet. Und das macht es natürlich nochmal ganz besonders, dieses Bündnis. Was ist hier übrigens mit dieser Königin los? Königin Maja von Bayern, die ist eine Aussätzige. Haut von Maja ist mit blauen Flecken und Malen übersät, die darauf hindeuten, dass er weniger Schmerzvergnügen oder andere Empfindungen verspürt, beziehungsweise sie. Ja, na gut, alles klar. Dann werden wir das hier einmal schließen. Könnte natürlich hier sein. Ah, okay, ich sehe schon, worum es hier geht. Hier haben wir ja Polaben auch nochmal ein Gebiet im Süden und hier einmal im Norden. Das ist so ein bisschen aufgeteilt. Ja, und daran hat hier natürlich Bayern kein Interesse. Ich glaube, ging es jetzt nur um dieses eine Herzogtum der Steiermark. Das ist dieses hier unten dann doch, oder? Moment, wo ist die Steiermark eigentlich hier genau? Wir gucken mal. Ja, das ist dieser Bereich hier. Und darum geht es. Das dürfte eigentlich auch mal den Bayern eigentlich gehört haben. Eventuell hat es auch mal zu Großmähren gehört. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann man, glaube ich, in der Titelgeschichte sogar nachvollziehen. Aber ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Unser Augenmerk natürlich hier bei der Eroberung der Bretagne. So, dann lassen wir mal hier wieder etwas weiterlaufen. Und hier dürften wir die Schlacht gleich gewonnen haben. Wollen wir mal sehen, wie viele Verluste sie hier in Kauf nehmen müssen. Anjou wird übrigens jetzt hier von diesem Verbündeten der Bretagne, König Nuño, belagert. Von Navarra. Jetzt haben wir hier aber die Schlacht gewonnen. Leider, aber niemanden gefangen genommen. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Es gab allerdings hier 24% Kriegspunkte. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und schaut euch das mal an. 500 Verluste auf der französischen Seite und über 4000 auf der Seite der Bretagne. Also wirklich ein vernichtendes Erlebnis. Erlebnis, ja. Aber vor allem Ergebnis. So, und jetzt gucken wir nochmal nach Anjou, wie gefährlich uns da dieser König werden kann. Hier haben wir Anjou, ne? Das müsste dieser Bereich hier sein. Und mal sehen, wie lange die hier brauchen. 14 Monate. Ja, nur 10 Belagerungswaffen dabei. Festungsstufe von 6 hier übrigens nur. Also die haben sich hier die Schwachstelle rausgepickt. Da war nicht ganz dumm, der König Nuño. Na gut. Wir werden mal sehen, wie viel Kriegsstand das hier bringt. Hier zu belagern macht natürlich überhaupt keinen Sinn für unsere Armee, da wir hier jetzt überhaupt kein Belagerungsgerät dabei haben. Das heißt, normalerweise sollten wir diese Armee nehmen, um hier das französische
Kerngebiet zu verteidigen. Das macht natürlich eigentlich auch nicht so viel Sinn, ja, die jetzt hier so groß zu vertreiben. Weil die laufen hier wahrscheinlich einfach weg vor uns und wir werden da ewig hinterher humpeln. Ja, wir gucken mal, wie viel das hier gibt. Vielleicht teilen wir die Armee auch einfach nochmal auf. Und dann könnten wir einen Teil hier hinschicken. Wir warten einfach mal noch diese Woche hier ab. So, und jetzt ist hier noch ein bisschen was passiert. Ah, unsere Kultur ist in eine neue Epoche eingetreten. Endlich, wir sind im Spätmittelalter angelangt. Das war ja so, ich gehe mal ein bisschen raus aus der Belagerung, sonst haben wir die ganze Zeit diesen Lärm. Das war ja so, oh, hier geht es ja gleich weiter. Eure Kultur ist jetzt interessiert an der Innovation stehender Heere. Das müssen wir uns alles mal anschauen, weil das hatte ich alles noch überhaupt gar nicht. Noch nie war ich so weit in einem Spiel wie jetzt. Aber eins nach dem anderen. Der Hof von König Wladislaw spricht jetzt, Französisch, eine wahrlich weise Entscheidung. Das finde ich allerdings auch, das ist der... Der König von Polen. Okay. Interessant. Vielleicht wollen sie sich auch so ein bisschen uns annähern. Kann ja sein. Hatten wir da nicht mal eine Verbindung in der Vergangenheit? Ich glaube, wir hatten mal, nee, nur einen Waffenstillstand mit dem König der Polen für eine Zeit lang mal. Und den hatte sich der König sogar erkauft. Ich glaube, so rum war es. Mit Pommern hatten wir mal ein Bündnis in der Vergangenheit. Okay, also das können wir einmal schließen. Ja, 1200 nach Christus tritt man hier ins Spätmittelalter ein, aber diese 5 Jahre mussten noch vergehen, damit das hier dann auch wirklich eintritt. Und jetzt sind wir dort angelangt. Was ist hier aktuell das Interesse? Das ist natürlich jetzt hier einfach so standardmäßig ausgewählt. Wir werden mal schauen. Stehende Heere. Größe von Kriegsvolkregimentern plus 5 und die maximale Anzahl an Kriegsvolkregimentern plus 1. Das ist natürlich eigentlich hervorragend. Die Frage ist, ist unser König daran interessiert? Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil er ja natürlich noch einige Kriege zu führen hat. Wir hatten ja gesagt, dass vor allem Afrika ein Ziel ist. Wir werden das mal hier kurz wieder schließen, damit wir die Königreiche nochmal in Ruhe anschauen können. Also Afrika ist ein Ziel einfach wegen dieses Affronts und diesen, ja, doch Eroberungen hier im französischen Kerngebiet. Das können wir so natürlich nicht dulden. Und da hatten wir eigentlich gesagt, dass wir, ja, eigentlich Königin Eleonore hier nicht mehr wirklich an dieser Position haben wollen. Die wollen wir eigentlich vasalisieren, aber das geht mit Königin natürlich nicht so gut. Aber wir werden das jetzt mal einfach austesten bei der Bretagne, wie das aussieht, ob wir da unseren Freund auch wieder einfach einsetzen können. Aber die Frage war ja auch so ein bisschen, wollen wir das überhaupt? Weil es gab ja diesen riesigen Vertrauensbruch. Andererseits, wenn wir dann einmal unsere Macht zur Schau gestellt haben, indem wir natürlich die Gebiete erobert haben, dann könnte man sagen, so, jetzt haben wir unsere Stärke bewiesen und dann haben die sich unterzuordnen. Und dann ist mal Schluss hier mit diesen Spirenzchen. Wäre eine Möglichkeit, bin ich mir noch nicht so sicher. Oder haben wir diesen Anspruch hier schon geltend gemacht in Afrika? Ich schaue einfach nochmal, wie das hier aussieht. 7 Ansprüche haben wir auf das Königreich von Afrika, ja, diesen fallen gelassenen Anspruch, das haben wir schon. Okay, ja, das werden wir dann auch so durchführen. Also, er weiß schon, dass er hier noch Feldzüge zu führen hat und dann wäre das natürlich eine gute Sache, die man hier erforschen könnte, in dem Sinne, oder entdecken könnte. Was ist denn hier aber noch? Waffenknechte? Kann Gendarmen als Kriegsvolk rekrutieren? Was ist denn das hier? Ist eine schwere Reiterei. Auch interessant, weil gerade so schwere Reiterei, das ist ja was ganz Repräsentatives für Frankreich, ist auch eine Möglichkeit, dass diese stehenden Heere sind aber eigentlich natürlich wesentlich flexibler nutzbar, ja. Ich glaube, wir hatten hier auch ein Kriegsvolk überhaupt gar nicht, wir haben überhaupt gar keine Armbrustschützen und die hätte ich natürlich auch gerne noch dabei, das muss man sagen. Weil die Bogenschützen erfüllen ja immer noch ein bisschen anderen Zweck als die Armbrustschützen. So, okay. Was wir aber noch weitermachen können. Also es gibt hier... Was gibt es hier für einen Fortschritt? Schaltet alle Befestigungsgebäude des Spätmittelalters frei. Auch wieder so, noch so eine Sache. Dann Bombarden. Ah, okay. Das ist für die Belagerung natürlich hervorragend, wenn wir die hätten. Dann könnten wir hier unsere...
unsere Bliden ersetzen. Auch interessant. Königliches Zeughaus, was ist denn das hier? Schaltet alle Militärgebäude des Spätmittelalters frei und Aufgebotsverstärkungsrate. Okay, das ist natürlich nicht so interessant. Dann haben wir noch Plattenpanzer. Schweres Fußvolk-Bonus, schwere Reiterei. Gibt es auch diesen Bonus von Zähigkeit. Sapeure. Belagerungsphasenzeit minus 10%. Auch interessant. Hier haben wir die Primogenitur. Das bedeutet dann ja eigentlich, dass das nur einer erbt noch. Das ganze Reich, oder? Ich glaube schon. Erbt euer ältestes Kind all eure Titel. Dann würde sich das nie wieder aufteilen. Bei der Ultimogenitur Nachfolge erbt euer jüngstes Kind all eure Titel. Ja, auch interessant. Weil der herrscht dann natürlich besonders lang. Aber ich weiß nicht, da ist unser Kaiser, glaube ich, nicht so doll daran interessiert. Was haben wir denn noch hier alles? Hermelinmäntel. Das ist ja auch merkwürdig. Einfach prächtige Mäntel und mehr Prestige im Monat. Adel verpflichtet. Wäre auch noch möglich. Es gibt dann mehr direkte Vasallenmeinungen und von Mitvasallen Renaissance-Gedanken. Okay. Ich gucke einfach nur mal gerade so ein bisschen drüber. Rechtmäßiges Eigentum. Kann folgenden Kriegsgrund nutzen, de jure. Aber das kann man doch eh schon, oder? Kann mehrere Ansprüche für einen anderen Charakter in einem einzigen Krieg durchsetzen. Okay. Hofbeamte, Domänenschwelle und hier haben wir Entwicklungszuwachs plus 10%. Ja, also alles wirklich interessant. Ich muss aber sagen, diese stehenden Heere oder die Bombarden sind eigentlich so das, was mich am meisten interessiert. Die Frage ist, brauchen wir eigentlich ein größeres Heer? Wir brauchen ja nicht wirklich ein größeres Heer. Wir wollen eigentlich schneller belagern nach Möglichkeit. Und man muss ja sagen, ja, unser König ist nicht mehr, hat nicht mehr diesen Lebenswandel, Kriegsführung, Militär, sondern ist jetzt im Bereich des Theologen. Aber hier gibt es nicht wirklich irgendwas in diese Richtung unbedingt hin. Und er hat ja noch diesen militärischen Hintergrund aufgrund dieser Eroberung. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er hier die Bombarden, dass ihn das mehr interessiert als hier diese stehenden Heere. Wir schauen mal, ob das hier dann genauso schnell geht. Ja, auch 20 Jahre dauert das. Ja, ob er das noch erlebt? Mit viel Glück vielleicht, wer weiß. Dann wählen wir einfach das mal aus mit diesen Bombarden hier. Und dann können wir das hier eigentlich wieder schließen. Okay, dann schauen wir mal. Die Belagerung hier ist immer noch nicht abgeschlossen. 2 Tage noch. So, und jetzt haben wir hier... Wir haben ja ein Artefakt noch erlangt. Das Schild von Fabrice, das hat uns sogar mal gehört. Berühmtes Artefakt. Ja, das haben wir jetzt wieder erhalten. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir einfach mal weiter belagern. Oder sollten wir diese Armee nochmal aufteilen? Vielleicht sollten wir die gesamte Armee hier nochmal zusammenführen. So, und jetzt einmal halbieren. Dann können wir hier die Belagerungsgeräte nämlich so ein bisschen hier verteilen. Gehen wir hier einmal gen Norden. Hier einmal gen Süden. Und diese Armee, die soll sich hier mal wieder nach Frankreich aufmachen. Dann können wir hier vielleicht so ein bisschen das Kerngebiet verteidigen. Ja, jetzt können wir hier an Königshof gucken und eventuell sogar dieses Schild wieder aufhängen. Ist natürlich die Frage, machen wir das? Können wir irgendwas ersetzen? Hier haben wir illustre Gegenstände. Und das ist hier ein kleines Wandornament, meisterlich. Das Schild der Châtillon-Dynastie, das ist natürlich auch was. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier draufklicken. Ob wir eventuell das Schild von Fabrice dahin einsetzen. Das können wir eigentlich mal wieder machen. Weil das ist ja eigentlich auch ein Schild unserer Dynastie. Machen wir das einfach mal. So, jawohl. Und es hat halt noch diesen höheren Seltenheitsgrad. Das ist ja auch repräsentativ dafür, dass das ja schon was hermacht, dieser Gegenstand. Okay. Führen wir mal diesen Konflikt weiter fort. Also der Kaiser, ich will immer noch sagen, der König, ich habe mich daran noch nicht wirklich gewöhnt. Höchst zufrieden mit dem Fortschritt. Hätte natürlich noch ein bisschen besser klappen können, indem wir hier mal wichtige Gefangene machen. Aber die haben sich hier halt rausgewieselt, kennen ihre Ländereien natürlich sehr gut. Jeden Fluchtweg, jede Gasse. Hat das nicht so gut geklappt. So, wie lange brauchen wir jetzt hier? 4 Monate.
Und hier dann noch 50 Tage. Okay. Es kann sein, dass sich die Truppen hier zusammentun. Aber dann werden wir versuchen, sie hier abzufangen. Hier überqueren wir eine Furt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen so eine Sache. Wobei, was hat er hier für Sonderfähigkeiten? Er ist Experte für offenes Gelände, ein Logistiker und ein flexibler Anführer. Ist also hier kein Furtner. Das heißt, es gibt immer einen kleinen Manus, wenn man hier drüber geht. Und jetzt haben wir hier noch irgendwas, irgendeine wichtige Meldung. Ah, es geht hier um die Artefakte. Die Krone der Châtillon-Dynastie, die sollten wir eigentlich reparieren. Das ist die, die wir aufhaben. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Moment, wir gucken mal. Muss mal bei den Artefakten hier reingucken. Inventar öffnen. Krone der Carling-Dynastie. Ah, die haben wir uns ja angelegt. Zum Zeichen, dass wir... ja, warum eigentlich? Moment. Ah, wegen dem Spruch, Gott ist meine Kraft, deswegen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass wir hier die Châtillon-Krone verfallen lassen. Obwohl sie eigentlich nur gewöhnlich ist. Hier machen wir mal eine Ausnahme und werden das mal reparieren. Und dann schauen wir nochmal weiter, was hier noch für Gegenstände sind. Diese Glücksmünze, die werden wir auch nochmal reparieren. Wir haben ja auch wirklich gute Finanzen zurzeit. Und diese Kette hier, die werden wir nicht reparieren. Die ist einfach nur gewöhnlich. Okay, alles klar. Dann geht's hier weiter. Ja, und sie tun sich hier zusammen. Kommen aber natürlich nicht wirklich voran. Hier könnte man sie eventuell sogar abfangen. Wieder mitten im Winter. Die Frage, sind wir schnell genug? Könnte sein, dass wir einen Teil wieder hier abfangen können. Ja, und wir können sie in einen Kampf verwickeln. Hervorragend. Und jetzt können wir auch wieder einen Arzt suchen. Und das machen wir, denke ich, auch. Wir werden das hier mal schließen. Vielleicht doch die Schlacht schließen. Gehen wir ein bisschen weiter raus. Denn aktuell kümmert sich ja unsere Frau um uns. So, dann werden wir einmal die Suche beginnen. Mal sehen, wer sich da vorstellt. So, und das läuft hier natürlich hervorragend. Und jetzt haben wir hier auch wichtige Gefangene gemacht. Sohn von König Tugdual. Hervorragend. Und wir sind jetzt hier bei 100% Kriegsstand. Das bedeutet, wir werden hier die Forderungen durchsetzen. Und... haben wir den schon angepinnt? Ja, den haben wir angepinnt. Dann werden wir mal schauen, wie das aussieht mit der Aufteilung des Königreichs, ja? Also erstmal hier die Schlacht. 300 Verluste nur und über 7000 auf der Gegenseite. Enorm. Wir hier die Forderung erzwingen. So, das gehört jetzt hier alles uns, so wie es aussieht. Ja, seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Ja, und wir waren doch einmal Freunde. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. So sei es. So, wir lassen ihn hier gleich mal offen. Sagen hier, so sei es. Jetzt werden wir auch eigentlich direkt alle Truppen hier auflösen. Das ist so schon in Ordnung. Was wir natürlich auch machen könnten, ist, dass wir... Moment mal, gehört dieser Teil jetzt hier nicht zu Frankreich? Doch, oh, schaut mal jetzt hier. Wieder alles Frankreich. Ja, und wer das Let's Play verfolgt hat, das war immer mal so ein Hin und Her in der Geschichte Frankreichs, dass die Bretagne mal dazugehört hat, mal nicht. Das hat auch zu vielen Konflikten geführt, einfach weil die Kulturen auch unterschiedlich sind. Und ja, die Leute aus der Bretagne, das waren schon immer so, ja, gewisse Eigenbrötler, drücken wir es mal so aus. Jetzt möchte ich aber mal sehen, wem wir das potenziell hier vermachen können. Oder können wir das einfach weiter halten? Wir haben ja eigentlich keinen Malus dadurch, dass wir hier noch das Königreich direkt halten, oder? Wo haben wir denn das jetzt hier? Kaiserreich von Frankreich, Königreich von Frankreich, Königreich der Bretagne. Genau. Und diese einzelnen Kleintitel könnten wir potenziell abgeben. Oder wir geben das gleiche unserem Sohn. Auch eine Möglichkeit. Der könnte das Glaube bekommen. Wir schauen mal drauf. Wer würde das denn jetzt erben? Weil nicht all unsere Söhne haben ja hier, glaube ich, ein Königreich bekommen. Das war ja so ein bisschen das Problem. Herzogtum der Bretagne, Königreich der Bretagne. Ja, okay. Also Prinz Bernard würde das bekommen.
dann sollten wir es ihm wahrscheinlich auch direkt einfach vermachen, oder? Wir könnten natürlich auch sagen, dass wir ihm nur dieses Herzogtum vermachen und selbst hier erstmal König bleiben. Aber warum ihn nicht direkt hier zum König machen? Wäre doch eine Möglichkeit. Wie sah das jetzt überhaupt aus? Wir gucken nochmal zu unseren Söhnen hinein. Also Louis, König Jocelyn, der ist ja schon ein König. Ja, und dann machen wir doch Bernard hier direkt auch zu einem König, hätte ich gesagt. Und dann haben wir dieses Problem hier auch nicht mehr, dass wir diese zu vielen Domänen haben. Und theoretisch wäre es, glaube ich, sogar möglich hier Prinz Tugdual. Was hat er hier überhaupt noch? Der hat die Grafschaft von Arryn. Das heißt, er ist hier jetzt nur noch ein einfacher Graf. Wir könnten ihm natürlich das Königreich vermachen, ne? Das wäre tatsächlich möglich, ihm das wiederzugeben. Und dann ist er halt unser Vasall. Wir können ihn auch immer noch ganz gut leiden. Aber ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass wir das erobern, dass wir es ihm dann wieder vermachen würden? Er hat ja letztendlich hier seinen Anspruch so ein bisschen verspielt, indem er überhaupt diesen Feldzug hier geführt hatte. Das war ja der Grund. Und ich glaube, wir hätten da schon Bedenken, oder so klug ist unser Kaiser schon, dass er sehen würde, dass Prinz Tugdual oder sein Freund, in Anführungsstrichen, muss man jetzt ja sagen, damit auf Dauer nicht zufrieden wäre. Und dann würden wir ihn natürlich wieder recht mächtig machen, wenn er da König ist, ja. Und bisher hat unser Kaiser das eigentlich immer so gehandhabt, dass er die Macht so ein bisschen aufgeteilt hat unter seinen Söhnen. Und der Linie würde ich hier auch mal treu bleiben, muss ich sagen. Okay, also, ich glaube, Prinz Bernard war das jetzt. Wir gucken aber nochmal, nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache. Also, Prinz Bernard würde das hier bekommen. Das heißt, wir machen ihn jetzt hier direkt zum König und werden hier Titel vergeben. Gehen wir ein bisschen runter, Königreich der Bretagne, und dann kriegt er das hier einfach alles mit dazu. So, die Baronie von Rohan, die Grafschaft von Nantes, das gehört ja alles mit hinein. So, und schaut mal, was es hier für Meinungsboni gibt. Er bleibt unser Vasall und 4 Vasallen werden mit dem Titel übertragen. Okay, alles klar. Dann machen wir das einfach mal. Titel vergeben. Ja, so, und jetzt ist er hier tatsächlich auch ein König. König Bernard. Der König der Bretagne. Ja, wunderbar. Und, oh, kurz bin ich schon erschreckt, dass sie hier wieder unabhängig wäre. Ist aber nicht. Ist natürlich ja Teil des französischen Kaiserreichs. Okay, alles klar. Dann können wir das eigentlich hier alles wieder schließen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier noch ein paar Ereignisse gibt, die dafür sorgen, dass hier das Verhältnis sich wieder ändert. Aber schaut mal, selbst hier plus 80, obwohl wir ja diesen Krieg gegen ihn geführt hatten, hat Krieg erklärt, gibt gerade mal einen Abzug von 24. Das ist doch wirklich merkwürdig. Aber er hasst hier seinen Lehnsherrn. Meinung von Prinz Tugdual über König Bernard. Ja, okay, jetzt ist er nicht mehr wütend auf uns, sondern auf unseren Sohn, der jetzt an seiner Stadt dort regiert. Okay, kann natürlich auch so sein, dass er da einfach seine Wut auf unseren Sohn lenkt. Ja, schauen wir mal, ob er da klarkommt. Das heißt, wir werden das Ganze hier mal schließen. Und jetzt wäre es natürlich eigentlich gut, dass wir hier ein Festmahl mal abhalten würden, um uns nach Möglichkeit wieder so ein bisschen zu versöhnen. Andererseits, ja, wir hatten jetzt so einen großen Groll hier. Und wir haben das ja eigentlich auch nicht gern gemacht, diese Bretagne hier zu erobern. Deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen von ablassen. Also wir feiern das jetzt nicht extra groß. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange dauert das hier noch, dass wir dieses de jure Territorium überzeugen? Das dauert hier noch ewig, oder? Schauen wir mal kurz hinein in den Rat. Und hier steht jetzt da 3 Jahre. Oh, das ist ziemlich lang. Und dann wäre das ja hier, obwohl, das wäre dieses Gebiet. Nur führen wir jetzt wieder tatsächlich noch einen Krieg hier gegen Afrika, wenn wir das hier in 3 Jahren eigentlich schon wieder besitzen. Weil eigentlich, das muss man ja sehen, hat unser Kaiser eher ein Interesse, gegen die Heiden hier vorzugehen, ja. Ich meine, wir haben noch diesen Anspruch hier auf das Königreich von Afrika. Es wäre eine Möglichkeit, das zu erobern.
bin ich mir einfach nicht so sicher. Beides wäre halt möglich, ja. Ich meine, ich hatte jetzt in den vergangenen Folgen mich eigentlich schon fast dafür entschieden, hier gegen Afrika vorzugehen. Aber jetzt, da diese Konflikte hier noch dazwischen waren und noch mehr Zeit vergangen ist und ihm ja hier auch nur eine begrenzte Zeit bleibt und eigentlich das Ziel ist hier, möglichst viele Lande von den Heiden zu befreien oder sie zu bekehren, müsste sich jetzt eigentlich aussuchen, welche Ziele er sich hier auswählt, ja. Okay. Wir müssen aber hier nochmal in unseren Kerker schauen. Das ist nochmal ganz wichtig. Und wir haben hier noch die ganzen verschiedenen Hofartefakte. Die werden wir uns gleich auch nochmal ansehen. Ja, es gibt hier doch einiges zu tun. Also hier, zig Gefangene. Und das sind jetzt eigentlich hier fast alles Kriegsgefangene. Bis auf die unteren beiden. Hier könnten wir eigentlich nochmal prüfen, ob dieser Atrat Abdallahid jetzt sich eigentlich mal umentscheidet. Bekehrung verlangen. Ansprüche aufgeben. Ja, sagt hier knapp nicht zu. Aber dann ist dem halt so. Den werden wir dann nicht freilassen. Und bei den anderen schauen wir hier einfach mal. Da werden wir einfach Lösegeld fordern. Ich denke, das passt schon so von unserem Freund. Aber da wird er hier auch wieder überlegen, ne? Hier gibt es sowieso kein Lösegeld. Die könnten wir vielleicht einfach so freilassen. Also gegen ein schwaches Druckmittel. Hier machen wir das eigentlich genauso. Nochmal schwaches Druckmittel. Gehen wir nochmal weiter hoch. Er bedenkt ja halt immer noch, wie wohlhabend ist er eigentlich. 106 Gold. Oh, der hat doch gar nicht so viel. Das ist das Problem. Den hier können wir aber noch freilassen. Auch gegen ein schwaches Druckmittel. Okay. Dann lassen wir hier einfach mal kurz die Zeit laufen. Ah, und jetzt stellt sich hier endlich der Hofarzt vor. Moment mal. Was ist denn hier los? Ishmael. Vier Stück stellen sich vor. Der sieht aber auch hier nicht wie ein typischer Katholik aus. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Kaiser und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlung umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Ja, hoffentlich bessere als zuvor. Ja, Ishmael ist in gelehrten Kreisen weithin bekannt. Das ist doch aber der gleiche, der sich voriges Mal schon vorgestellt hat, oder nicht? Ja, und der ist nun mal ascharitisch, das ist das Problem. Und ein religiöser Eiferer. Wären wir nicht so ein religiöser Eiferer, dann würde ich ihn natürlich hier gerne wählen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Da gehen wir bestimmt wieder davon aus, dass der wieder unsere Leichen flattert. Und dann müssen wir ihn ja doch wieder einkerkern. Also, das geht nicht. Dann haben wir noch andere Personen. Wir gucken einfach mal. Hudirne. Das hier ist Hudirne. Die ist durchaus gebildet, aber ansonsten faul und hat ja auch nicht sonderlich gute Eigenschaften. Laila Madit. Ist Muwaladitisch, das ist das Problem. Oh, eine legendäre Schwertmeisterin, auch interessant. 37er Kampfgeschick, eine weise Frau, stark, athletisch und auch noch hübsch. Meine Güte, vielleicht fühlt sich sogar unser König ein bisschen hingezogen, wer weiß. Bei diesen Eigenschaften, wie könnte das nicht der Fall sein? Hat hier aber einen Mann, Ashraf Muradit. Andererseits waren wir nicht irgendwie keusch. Ich guck mal. Ja, das war unsere Eigenschaft. Sonst hätte ich überlegt, oh, wenn sich hier so eine Person vorstellt, dass wir uns vielleicht hingezogen fühlen könnten. Aber in dem Fall eigentlich nicht. So, und dann die letzte Person. Abadir Bimal. Auch Muwaladitisch. Und ja, hat er eigentlich überhaupt nichts drauf. Nein, ich glaube, dass wir hier tatsächlich unsere Frau dann im Amt lassen. Und das passt einfach nicht, ja. Wir wollen da wirklich einen frommen Arzt. Beeindrucken kann mich keiner von ihnen. Da setzt er halt die Prioritäten an anderer Stelle und nicht an den Fähigkeiten des Arztes, ja. So, ich habe keine andere Wahl. Lebt wohl. Das passt so schon. Das hier können wir dann auch einmal schließen. Oh, unser Hofantiquar ist gestorben. Da müssen wir uns dann auch gleich nochmal drum kümmern. Ich weiß gar nicht, hatte der vielleicht auch noch mehrere Ämter inne? Müssen wir gleich mal drauf schauen, dass sie einmal schließen. Also, dann schauen wir mal hier auf die Hofämter. Und werden mal sehen, wer hier geeignet ist. Oh, die sind eigentlich fast alle schlecht geeignet. Am besten wäre hier noch Stanislav. Und Stanislav ist ein katholischer Ritter von uns. Das heißt, dem können wir das eigentlich auch anvertrauen.
Das sind ja vor allem viele Waffen, diese Artefakte. Und dann kann er sich eigentlich auch darum kümmern. Wenn wir ihn da einsetzen. Das passt so schon. Und dann werfen wir mal einen Blick auf den Königshof und auf die ganzen Artefakte, die hier ja neu dazugekommen sind. Jetzt schauen wir mal, ob hier auch neu dabei steht. Erwerbsdatum. Wäre natürlich schön, wenn das hier wieder ganz oben stehen würde. Alle Hofartefakte. Jetzt haben wir hier 63 Artefakte. Ich glaube, jetzt steht hier wieder einfach nicht neu mit bei. Kann das sein? Balansinia, Kriegsbanner, das kommt mir irgendwie auch neu vor. Briesisches Kriegsbanner. Wandteppich noch. Nee, das ist hier, glaube ich, nicht richtig sortiert. Also nicht wirklich, was wir jetzt dazu bekommen haben. Da müsste man sich jetzt hier manuell durchgucken. Ah, doch, da steht's. Hier, neu. Also doch ganz eindeutig. Gut, das werden wir nicht aushängen. Hier haben wir noch einen Wandteppich der bretonischen Kultur. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir das hier aufhängen. Problem ist nur, wir müssten das an der Stelle aufhängen, wo wir ja eigentlich schon unsere Sachen hängen haben. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das dann hier hinhängen. So, dann haben wir noch ein Fell. Oh, was ist denn das? Der Kelch von König Ademar. Das ist ein Podestgegenstand. Ratsmitglied, steuermächtiger Vasall, plus 5%. Ist natürlich eigentlich ganz schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier den Kelch dann ausstellen, weil wir haben ja hier vor allem diese diese doch eher wichtigeren Gegenstände für den König, ja. Heilige Schrift und so weiter und so fort, das ist ihm schon wichtiger. Ja, und hier noch weitere Fälle. Naja gut, das können wir einfach wieder schließen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, gehen wir jetzt gegen Afrika vor oder nicht? Und ich... Oder warten wir hier halt einfach diese 3 Jahre ab, wie das hiermit klappt oder halt nicht? Weil sonst hätten wir das vielleicht hier überhaupt gar nicht gestartet, dieses ganze Prozedere. Aber er hat vielleicht jetzt auch gesehen oder eingesehen, dass er da keine Ruhe hat, wenn er diese Königreiche da einfach machen lässt, die immer so ein bisschen separat auf Frankreich eingestichelt haben. Ja, es gab ja in der Vergangenheit auch immer mal Probleme mit der Bretagne. Und letztendlich war die Endlösung ja jetzt, dass man die Bretagne eingliedert im französischen Kaiserreich. Und nur das sorgt dafür, dass es hier keine Probleme mehr gibt. Und jetzt sagt sich der Kaiser sicherlich, okay, wir warten jetzt nicht wieder ab, bis es hier Probleme in Afrika gibt. Wir sorgen jetzt dafür, dass das eigentlich alles unter der Kontrolle von Haus de Châtillon ist. Sie ist ja hier Dynastiemitglied, aber mit Königin Eleanor, da waren wir doch jetzt schwer enttäuscht. Das bedeutet, wir werden jetzt hier tatsächlich als nächstes den Krieg erklären. Wir haben aber noch einen Waffenstillstand. Die Frage ist, wie lange dauert der noch an? Steht jetzt hier nicht mit bei. Wir schauen mal hinein. Plus 1, der müsste doch hier irgendwo stehen. Verbündet. Wie ist denn jetzt hier das Banner? Verbündet, verbündet, verbündet. Moment mal. Klick jetzt hier zwar drauf, aber da tut sich doch hier überhaupt nichts. So, das Banner ist hier dieser Löwe. Königreich von Afrika. Und hier müsste das doch jetzt eigentlich auch stehen. Wenn ich jetzt nicht ganz blind bin. Aber scheinbar doch. Und hier kommt der auch überhaupt gar nicht vor, ne? Oder wird es jetzt nur hier angezeigt? Wir gehen mal hier weiter runter. Ah, und hier. Kann für 2 Jahre kein Krieg erklärt werden. Okay, alles klar. Dann müssen wir das noch abwarten. Aber das, das überstehen wir auch noch. Die Frage ist, ob wir in der Zwischenzeit irgendwo noch tätig werden, bevor wir hier Afrika dem französischen Kaiserreich hinzuführen. Ich würde fast sagen, dass wir da jetzt nicht nochmal einen Konflikt anfangen, sondern das einfach mal abwarten. Wobei, wir können mal dann reinschauen, wem wir hier noch den Krieg erklären können, ob da irgendwas mit dabei ist. Aber da gucke ich vielleicht selbst nochmal durch für die nächste Folge und dann werden wir sehen, ob wir diesen Krieg dann nochmal mit reinbringen können. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, der König kann hier keinen Religionskrieg mehr um ein Königreich führen, sondern immer nur um ein Herzogtum.
Und wenn es jetzt nur so ein kleines Herzogtum ist oder so, dann denke ich, wäre es schon möglich, da einen kleinen Feldzug zu führen und dann diesen großen Feldzug gegen Afrika vorzubereiten. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und eine Info habe ich noch. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Erweiterung oder ja, die nächste Erweiterung für Crusader Kings, glaube ich, am 11. des nächsten Monats verfügbar sein wird. Das bedeutet, dass das ganze Let's Play eigentlich nur noch einen Monat hier gehen wird und dann werden wir ganz von neuem starten. Ich habe mich noch nicht ganz für eine Region entschieden, wo wir dann starten werden, aber ich tendiere so ein bisschen tatsächlich doch zu Deutschland oder innerhalb von Deutschland oder das, was zu der Zeit dann halt dort existiert hat. Denn ich starte am liebsten natürlich ganz am Anfang im Jahre 800 irgendwas, was jedenfalls das Startjahr hier in Crusader Kings 3 ist. Gut, jetzt aber Schluss hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.